So, guten Morgen Leute, ich muss jetzt gleich in die Arbeit und ja, jetzt kommt eigentlich für mich persönlich eigentlich das schlimmste Video. Da kommen wir aber jetzt dann später zu. Ja, kurze Reaktion auf Antworten auf dem Vorvideo. Einfach nur, um das Ganze ja, ein bisschen zu erklären. Es sind da ein paar immer die gleichen Fragen aufgetaucht. Erstmal A, ihr müsst euch die Videos nach der Reihe anschauen, grob. Was wollte ich damit mit dem letzten Video sagen? Ganz einfach, dass man durch gezielte, ich nenne es jetzt mal Presse in Anführungsstrichen, und ja, gezieltes Diffamieren hat man also da versucht, Einfluss zu nehmen auf die ganze Geschichte und hat halt da einfach probiert, mich öffentlich in den Licht zu rücken, was für mich halt dann eigentlich vom Prinzip nur negativ ist. Das heißt also, man hat mich in diesen Fachsachen, Fachzeit, Fachpresse, bla bla bla, einfach so dermaßen diffamiert und ja, versucht zu demütigen und so weiter und so fort. Und hat halt einfach da versucht, Einfluss zu nehmen. Da war ja der Prozess noch nicht gelaufen. Da hat man einfach richtig schön Stimmung gegen mich gemacht und gegen mich gehetzt, obwohl man vielleicht von den Details überhaupt keine Ahnung hatte, aber das ist ja von ja, bestimmten Leuten und auch bestimmten Gruppierungen aus der Jagdszene dann auch so gewollt. Also man wollte da praktisch, dass man an mir ein richtig schönes Exempel statuiert. Ja, da waren wir wieder beim Thema, was im Wald passiert, bleibt im Wald. Aber da kommen wir später noch zu. Ja. Für mich, ich bin jetzt an dem Punkt angelangt. Ich muss leider einfach einen Teil meiner Hunde hergeben. Warum? Die ganze Geschichte mit dem Verwaltungsgericht und so weiter und so fort, das kann jetzt noch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag gehen. Auch nur mal ganz kurz eingeschnitten. Man braucht jetzt da nicht über die Verwaltungsgerichte schimpfen und schreien und das dauert alles so lang. Erstmal A ist eine Jagdscheinsache, ich glaube, ein sogenannter niedriger Beweggrund oder keine wichtige Sache für ein Verwaltungsgericht, weil die immer davon ausgehen, dass das ein sogenannter Hobbyjagd ist. Dass es bei mir in meinem Fall natürlich anders war und dass da eine Existenz dran gehangen ist und dass da Hunde dabei waren, die praktisch da, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ihren Job verloren haben. Man muss sich das auch so vorstellen, das ist ja kein Haushund, kein Kuschelhund, das ist also meine Heideterrier, das ist eine Leistungszucht. Ich vergleiche das einfach immer damit, du hast eine Kuh, die darauf gezüchtet ist, Milch zu geben, du hast dies, du hast das, und dann wird praktisch dieses Tier vom Prinzip auf Null gesetzt. Ob das tierschutzgerecht ist, sollte man auch mal drüber nachdenken. Gut, in meinem Fall war da meine komplette Existenz dran gebunden und ich habe jetzt diesen Tag eh rausgeschoben, rausgezögert. Wollte es auch vielleicht irgendwie nicht wahrhaben und habe auch immer irgendwie die Hoffnung gehabt, vielleicht löst sich das Ganze irgendwann schneller und ich kann weiter meiner Passion folgen, beziehungsweise meine Arbeit weiter fortsetzen mit meinen Hunden. Wobei ich jetzt mittlerweile an einem Punkt bin, dass ich denke, das Ganze wird sich noch ewig ziehen. Und bis das mal vom Tisch ist, das möchte ich den Hunden nicht antun.
Mir ist auch damals von anderen Anwälten gesagt, ja, akzeptier lieber die 5 Jahre oder keine Ahnung, was sie dir aufbrummen. Erstmal A, macht dich dieser Weg mürbe, kaputt und ja, ich habe mich dann halt trotzdem entschlossen, diesen Weg zu gehen, einfach immer in der Hoffnung, dass ich wieder mit meinen Hunden arbeiten kann. Jetzt bin ich halt an dem Punkt angelangt, wo mir bewusst geworden ist, und den habe ich eigentlich schon fast zu lang rausgezögert. Das heißt, wir haben jetzt im Moment die dritte Saison, wo ich mit meinen Hunden nicht arbeiten kann. Und das möchte ich also diesen Hunden, vor allem den Terriern, nicht antun. Die sind alle noch in einem Alter, wo sie noch richtig Leistung bringen können, wo sie noch arbeiten können. Kurz zur Info, wir waren immer ein Fünfergespann. Das heißt also ich, der Elvis, den kennt er, der böse Bube. Dann die Dana, meine Hündin, der Argo und die Bertha, das waren Welpen aus dem ersten Wurf, den ich aus der Dana und aus dem Elvis gemacht habe, die ich mir dann behalten habe. Und ja, und wir waren so ein Fünfergespann und wir hatten uns, da sind wir auch wieder beim Thema Spezialist, drauf spezialisiert. Wir waren also immer in der sogenannten Kernzone eingesetzt. Kernzone bedeutet da, wo die Einstände vom Schwarzwild waren, egal ob das Maisjagden, also Drückjagden waren zur Verhinderung von Wildschäden im Mais, also das waren immer ja die Drecksarbeit. Das heißt vom Prinzip, ich und meine 4 Terrier sind immer im Kerngebiet gewesen. Das bedeutet also, wir haben die Maisfelder rausgedrückt. Bei 40 Grad plus da drin, hohe Luftfeuchtigkeit. Wir waren bei den Drückjagden immer in den Dickungen, also keine Ahnung, bis hier im Brombeerverhau und in Fichtendickungen. Und das war immer unser Einsatzgebiet. Warum bin ich in dieses, habe ich mich auf diesen Bereich spezialisiert oder bin halt auch in diesem Bereich eingesetzt gewesen? Weil es erstmal sehr schwierig ist. Du brauchst einen mittelgroßen, wendigen Hund und du brauchst Hunde mit Arsch in der Hose. Und die praktisch dann die Sauen da drin auf die Läufe gebracht haben. Und es war auch immer relativ gefährlich. Wir haben auch immer Drückjagden so ein bisschen gemacht, wo der eine oder andere vielleicht nicht gern so hin wollte, weil es halt einfach doch kein Zuckerschlecken waren. Das Weitere war, dass meine Hunde sehr kurz gejagt haben. Das bedeutet also, sie waren immer im näheren Umkreis und das war natürlich für Drückjagden sehr positiv, weil natürlich das Schwarzwild, wenn sich da eingestellt hat, haben wir es rausgehauen und oft ist natürlich so, dass das Schwarzwild, wenn es dann beschossen wird, auch wieder versucht, natürlich in die Dickung reinzukommen, ins sogenannte Wohnzimmer, weil sie da einfach mehr Schutz hatten. Ja, das war also mein Job mit meinen 4 Terriern. Und ja, wir haben also die Drecksarbeit auf gut Deutsch gemacht, die am gefährlichsten war, wo keiner Bock drauf hatte. Ging aber nicht anders, wenn du praktisch Schwarzwildbestände bei einem Zuwachs von 300% reduzieren willst, dann kommt man halt um, ja, sowas nicht rundum, aber das will ja immer keiner sehen und keiner hören. Und irgendwelche Standarschlöcher, die dann außen stehen oder die mich dann teilweise dann auch irgendwo in die Pfanne gehauen haben, sollten wir drüber nachdenken, wer ihnen eigentlich das Wild vor die Läufe gebracht hat. Aber gut, wie heißt es so schön, was im Revier passiert, bleibt im Revier. Oder auch ein ganz, ganz toller Spruch. Sowas gehört nicht in die Öffentlichkeit. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Kommen wir zurück. Also mir ist auch als ja, kotzübel. Aber ich kann das meinen Hunden nicht mehr antun, dass sie nicht arbeiten können. Das bedeutet, ich weiß nicht, wie lange der ganze Scheiß noch dauert. Und ich weiß auch nicht, was bei dem ganzen Scheiß rauskommt. Und das bedeutet, ich muss mich jetzt von 3 von meinen 4 Terriern trennen.
die Hunde als Gesamtpaket, sage ich jetzt mal, an irgendjemand anderen abzugeben, ist relativ schwierig, weil die Hunde sehr auf mich fixiert sind. Das bedeutet also, die Hunde, wir haben zusammen gelebt da, wir haben da gekämpft, wir haben unseren Job gemacht, wir haben zusammengehalten, wir haben zusammengearbeitet. Und wir waren eigentlich ein richtig, richtig geiles Team. Also wir konnten uns aufeinander verlassen. Also sie haben mir auch zig Male wirklich den Arsch gerettet. Aber der Hauptfaktor ist einmal A, dass die Hunde arbeiten müssen. Und B, ja. Ich würde wahrscheinlich, keine Ahnung, selber nichts mehr fressen. Hauptsache meine Hunde haben noch was, aber es geht einfach nicht mehr. Die Hunde müssen wieder was tun. Ja, ich möchte oder ich werde die drei Terrier einzeln abgeben. Kommen wir erstmal zum Elvis, der wird also bei mir bleiben. Er ist jetzt auch schon im Alter, wo er ein bisschen ruhiger geworden ist. Er wird auch noch zur Nachsuche, also ein Top-Nachsucherhund. Wird also dann auch noch von Kollegen teilweise dann geführt. Also der hat Arbeit und ich werde mich dann auch mit ihm auch weiter noch beschäftigen. Also diesen Hund kann ich beschäftigen und ich möchte ihn halt einfach nicht hergeben, weil er in seinem Leben schon so viel durch hatte. Also ich bin irgendwie der dritte Besitzer und ich komme mit dem Hund klar. Und also der bleibt bei mir, der hat mir auch so oft das Leben gerettet, der hat mich unterstützt, der war meine rechte Hand. Und ich werde da einen Weg finden, wie ich ihm auch weiterhin Spaß und Arbeit im Leben geben werde. Kommen wir zur Dana. Dana ist eine schwarze Hündin, ich tue dann Fotos hinten rein, etwas schlankerer Typ. Absolut... Also wirklich ein Hund, der jede Sau findet, engagiert, teilweise etwas übermotiviert. Was Dana auch noch sehr, sehr gut kann, ist apportieren. Also sollte da jemand sein, der sagt, okay, gut, sie ist jetzt auch schon in einem Alter, der einen Hund sucht, der apportiert, vielleicht und sie da auslastet. Der Hund apportiert freiwillig Krähen. Also nur mal das zum Thema, wenn da ein Jäger ist, der Hund apportiert freiwillig Krähen. Also nichts mit beibringen oder sonst was oder hier, macht sie komplett freiwillig, macht dir Spaß. Die apportiert vom Prinzip alles. Also das wäre praktisch die Dana. Ich sage auch kleiner und kleinen Haken, sie ist relativ dominant und sie ist etwas futterneidig. Deshalb wäre natürlich ein einzelner Platz oder ein Platz, ich sage jetzt mal vom Prinzip mit dem Rüden zusammen besser. Hündinnen, denke ich mal, wird sie versuchen, sich darüber zu stellen und der Chef zu werden. Also ich denke mal, entweder als Einzelhund oder mit dem Rüden zusammen sicherlich eine gute Sache. Kommen wir zum Sohn. Das ist der Argo, ein sehr großer, schlanker, kräftiger, schwarzer Rüde. Schön hochläufig. Hat Temperament, sehr, sehr lieb, also übrigens alle Hunde, die ich habe, sind kindergewöhnt, überhaupt kein Problem. Zum Argo, etwas temperamentvoll, braucht noch wieder hin und wieder etwas Erziehung. Muss man aufpassen, also das sage ich jetzt auch gleich dazu. Also er hat eine absolute Raubwildschärfe, was jetzt Fuchs und Co. angeht. Da ist halt immer ein zweischneidiges Schwert. Aber ich denke, dass dieser Rüde also absolut auch verdient hat zu arbeiten. Ich tue hier auch ein Foto rein. Ja, dann kommen wir zu der dritten, das ist meine sogenannte dicke Bertha. Oder ich habe immer gesagt Kugelblitz, sie ist, schaut ein bisschen aus wie der Papa, das ist natürlich nicht so toll für eine Hündin. Sehr, sehr kompakt und ist jetzt dadurch, dass alle Hunde sind sterilisiert und kastriert. Dadurch ist sie im Moment natürlich die letzten zwei Jahre ein bisschen aus dem, ein bisschen mopsig, sage ich jetzt mal. Das bringt man aber wieder runter. Sie war eine Hündin, die sehr, sehr nahe gejagt hat.
mit den anderen dann, wenn es darauf angekommen ist, natürlich absolut zusammen, aber war immer eine Hündin, die eher nah gejagt hat. Also sie ist in meinen Augen auch mit mehreren Hunden verträglich, also sie ist absolut defensiv, nicht aggressiv, hat kein Problem damit, als Letzter zu fressen, war auch in der Rangfolge wahrscheinlich, also ist in der Rangfolge war sie auch die Letzte. Und ja, ein absoluter Schmuser, hat dann halt praktisch aber immer ihren Job gemacht bei den Drückjagden, wenn es drauf angekommen ist, und ja, hat halt immer so ein bisschen den Nahbereich abgedeckt. Was man zu Bertha auch sagen muss, positiv wie negativ, sie hat einen absolut sehr, 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 sehr ausgeprägten Schutztrieb. Sie hockt also auf Kindern, das ist, auf die passt sie auf wie blöd, und sie mag halt auf den, sie hasst fremde Menschen, das muss man einfach so sagen. Da, das kann man positiv wie negativ sehen, also ein absolut auch Top-Wachhund. Ja, mir ist jetzt auch ein bisschen schlecht, aber das ist einfach jetzt eine Sache, die nicht hilft. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir da helfen könntet, wenn ihr jemand wüsstet, der die Hunde auslastet, mit den Hunden was macht. Mir geht es hier rein um den Platz, dass der Hund wirklich einfach arbeiten kann, einfach noch ein paar schöne Jahre mit Arbeit hat und ein gutes Zuhause hat. Da würde ich mich also sehr, sehr freuen, wenn sich da Leute melden und sagen, okay, wir nehmen diesen Hund auf und schenken ihm ein arbeitsreiches Leben und ein gutes Zuhause. Nochmal kurz zur Info, wie die Hunde bei mir gehalten worden sind. Also Zwinger, Garten, und die haben bei mir im Haus geschlafen. Und da haben wir so Plätze für die Hunde gehabt. Also es war mir immer sehr wichtig, dass ein Kontakt zur Familie da ist, dass ein Kontakt zum familiären Leben da ist und dass der Hund es einfach gewöhnt ist. Ja. Gut. Ich werde euch eine E-Mail-Adresse reinschreiben. Dort einfach kurz reinschreiben, wie und weshalb und warum. Und dann müssten wir halt einfach telefonieren und schauen, ob da der Hund zu euch passt und ob das dann hinhaut. Und ich würde mich echt sehr, sehr freuen, wenn diese Hunde einfach noch arbeiten können und ihren Job machen können. Und das kann ich Ihnen jetzt im Moment leider nicht bieten, und das wird alles auch noch länger dauern. Und ja, ist jetzt ein Schritt, der leider nötig ist. Ist mir nicht leicht gefallen, aber ich denke mal, für die Hunde oder für die Hunde ist es im Moment das Beste. Und ja, das ist halt jetzt leider so. Ja. Okay. Ja, vielen Dank. Macht's es gut, euer Waldläufer.